Nein, kein Waldbrand hier. Ach Mensch. Oh. Komm. Ja, komm. Oh, mal kurz. Wow. Nein, 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 nein. Okay, das hat es verloren. Ja, perfekter Moment zum Laggen. Danke, Spiel. Oh ja, yeah. Ich liebe die Waffe. Die geht so ab. Und jetzt wird's gerade unglaublich lecky. Lecky. Kannst du bitte beruhigen? Hallo? Frames? Seid ihr noch da? Seid ihr alle da? Ja! Aber nicht lange! Ah. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Ah! Und das Schöne an der Waffe ist im Gegenteil zu meiner alten Sniper-Waffe, die muss nicht repetieren und die ist trotzdem so stark. Einfach schön. So, und jetzt haben sich die Frames auch langsam wieder mal ein bisschen beruhigt. Und wir müssen hier rein. Ich glaube, wir müssen den Truck stehlen, oder? Da habe ich mich da verhört. Auf jeden Fall. Ah, wir brauchen gar keine Munition. Doch. Na klar brauchen wir Munition. Oder auch nicht. Ah, hier ist das Päckchen. Ich wusste gar nicht, dass wir ein Päckchen brauchen, aber hier ist ein Päckchen. Hallo? Wer ist da? Stimme erkannt? Ich schon. Und ich finde das einfach lustig. Ist mir auch gerade erst aufgefallen. Also früher ist mir das noch nie aufgefallen. Die alles... nein, verdammt. Ich mache alles wieder heilig. Ist immer noch der einzige Name, der mir geschrieben wurde, aber ich finde ihn eigentlich ziemlich nett. In dem Versteck oben sollte unser anderer Kollege sein. Wir brauchen irgendwo ein kleines Versteck. Wir könnten da oben mal schnell in dem Versteck vorbeischauen und hoffen, dass die Frau drin steht. Weil die sollte eigentlich irgendwo jetzt sein und uns dann retten. Und das wäre schon ziemlich praktisch. Dann müssen wir nicht so exzessiv dauernd speichern. Apropos, können wir auch direkt machen. Hier ist noch kein Granatenwerfer oben. Nein. Ja, und meine Frames sind wieder im Keller. Im Keller. Der ist unterste Niveau der Frame. Frame Company. Keine Ahnung. Ja, hier drin steht wer. Hallo. Was treiben Sie denn an diesem gottverlassenen Ort? Soll ich in der Nähe bleiben, falls irgendwas... Schade. Soll ich in der Nähe bleiben, falls irgendwas passiert? Oh ja. Verstanden. Oh, fetter Daumen. Das begießen wir doch mit einem Speicherpunkt. Schön. Haben wir mal wieder wild durchgeweiht die ganze Nacht? Die ganze eine Stunde? Es war eine wilde Party. Wilde Party. Party all night. Party hard. Erinnert mich gerade ein bisschen an das kleine Together, das ich gestartet habe. Ja, ich kann perfekt hier überleiten. Nein, das war eigentlich eine scheiß Überleitung. Aber egal. Denn da geht's im ersten Part ganz am Anfang. Gehen die Figuren auch so ab. Und da habe ich mir auch einfach nur gedacht. Party all night, party hard. Oh yeah. Ich weiß, das klang jetzt komplett bescheuert. Vergesst einfach, was ich gesagt habe. Ich wollte gerade sagen, die Welt müsste sich doch eigentlich erstmal laden hier. Müsste sich erstmal laden hier. Müsste sich erstmal laden hier.
Hust, laden, hust. Hust, laden, hust. Ja, toll. Ja, toll. Ach, jetzt müssen wir das Auto beerdigen. Schönen Dank auch. Ah, aber es ist so schön mit der Waffe. Ich liebe sie. Aber wir brauchen eh kein Auto mehr. Wir werden... Nein. Brauchen wir nicht. Das war direkt hier nebenbei. Da brauchen wir nicht schon wieder speichern. Und da steht ein Gegner. Da war ein Gegner. Warum hat keiner bemerkt? Jetzt hat mich wer bemerkt. Wieder vom... Kommt da wer rein? So laut meinen Stereo-Boxen. Headset. Ist dort vorne jemand? Oh. Cocktour. Da war jemand. Oh, ich liebe die Waffe. Klein und kompakt, dann braucht man nicht immer die Pistole mitschleppen, die man sowieso nicht verwendet. Ich hab mal für einen Fernkampf eine schöne Dragunov. Für den näheren Kampf hat man das MG. Für Fahrzeuge, komm schon. Für Fahrzeuge die den kleinen Granatwerfer. Das Messer für alle Fälle. Jetzt komm schon. Sind aber viele. Oh. Habe ich gerade irgendwo Sprengstoff gesehen. Verdammt. Mann am Boden, Hilfe! Dem kannst du auch nicht. Oh, schon wieder so ein schöner Headshot. Heute läuft's aber. Autsch. Verdammt. Hier oben sitzt wer. Da oben. Da saß jemand. Ja, toll. Und kaum bewegt man sich aus seiner kleinen Deckung raus, schon fängt es an zu laggen. Du verstehst das nicht. Du wirst das nie verstehen. Und ist hier irgendwo Sprengstoff? Das wäre nice. Könnte ich wieder mit meinem Granatenwerfer rumschießen. Ah, ein Wasser ist auch schön. Wasser ist gesund. Wo müssen wir überhaupt hin? Wir müssen irgendein Truck stehlen, oder? Hat das ja mal geheißen. Ja, hier. Oh, in der Fette. Ich mache alles wieder heile Schraube. Sogar in schräger Position. Aber kein Problem für einen geübten Handwerker wie uns. Ich traue mich irgendwie nicht in das Auto einsteigen. Mal eben speichern. Ich glaube, jetzt können wir entweder das Auto zerstören oder nicht. entweder zur Zahnklinik des Dorfes gehen und den Truck reparieren oder dorthin gehen und einfach die... gehen wir zur Zahnklinik. Wir müssen zuerst Sprengstoff holen. Sehr Sprengstoff ist sehr Sprengstoff. Ja, nein, das ist Munition, verdammt. Spritzen haben wir. Ach Mensch. Und ich dachte schon. So, jetzt verfolgt uns der rote Punkt hier, weil wir unser normales Missionsziel wäre, den Truck zu zerstören, mit dem wir jetzt durch die Gegend kurven. Ist auch lustig. Nein, hier fahren wir nicht entlang, sondern... Oh, der hat eine geniale Lenkung. Das ist einfach unbeschreiblich. Kacke. Hier geht's durch? Ja. Ich weiß schon, mein Auto wird nicht lange leben, wenn ich so weiterfahre. Aber wir haben ja gespeichert. Also...
Im schlimmsten Fall können wir nochmal zurück und das Auto nochmal neu holen. Boah! Kommt über die Kuppe fast nicht drüber. Wir sind auf der Straße. Wir sind gegen die Mauer gefahren. Wir sind gegen die Mauer gefahren. Wir sind gegen die Mauer gefahren. Ja, und wir fahren gerade den Berg runter. Wir fallen den Berg runter. Einfach immer aufwärts. Und wie schnell das Auto ist, unglaublich. Aber hier sollte uns eigentlich nichts mehr im Wege stehen zwischen der Fahrbahne und hier. Das ist doch mal eine positive Nachricht. Das freut das Herz. Und da sind wir jetzt auch die Lecks gerade ziemlich real, da man das im Auto sowieso schwer merkt. Das Einzige, was zwischen mir und einer vernünftigen Zielerfüllung steht, sind meine Fahrkünste, wie immer. Und genau in der Waffenstillstandszone fängt er an zu laden. Wieso? Ich verstehe es nicht. Zumindest läuft es bei Borderlands einwandfrei. Und bei Edna. Obwohl Edna jetzt nicht gerade grafisch die Höchstwertigkeit in Spielpersonen irgendwie ist. Wo ist denn hier die Garage? Garage? Hallo? Hier. Könnten wir richtig sein. Lauf mir nicht ins Auto, sonst bist du tot. Ganz vorsichtig hier reinstellen. Sollte alles gewesen sein. Oder? Oder? Ich schließe den Verteiler kurz. Das öffnen Sie einen der Tanks. Hallo Dark. Wo ist ein Tank? Wo ist ein Tank? Wo ist ein Tank? Verstehe ich nicht. Hier. Irgendwo war was. Hä? Nö, es war nur das Auto. Hier. Ach so. Oh, und der Schlupf verbessert. Was haben wir gekriegt? Die werden sich jetzt abkeksen. Nichts wie raus hier. Hallo. Nein. Verdammt, brauche Sprengstoff. Können wir das jetzt in die Luft jagen? Wow. Ach, der hat es ja von selbst erledigt. Ja, toll. Mitten in der Waffenstillstandszone, du Idiot. Hast du mal wieder ganz toll geregelt hier. Also, ich meine, meine anderen Kollegen. Okay, das war mein Kollege. Das war jetzt ganz klug, dass ich den abgeschossen habe. Okay, wir verrecken hier einfach mal. Also, wenn der Kollege jetzt verreckt, dann lade ich aber das Spiel neu und mach das nochmal. Kannst du ein bisschen schneller tun, unser Freund verreckt gerade. Na? Irgendwo. Schnell mal. Hier, hallo? Sie stolpern rum wie ein Kind. Versorgen Sie Ihre Wunden. Nochmal rausbeißen. Noch zwei. Ausrüstung prüfen. Ja, von wegen zwei. Ich muss dort vor. Komme! Das ist mir sowas von scheißegal hier. Komm schon, komm schon.
Du musst das durchhalten, du musst durchhalten. Das ist mir jetzt egal. Nein, nicht im Stich lassen. Nein. Komm schon, heilen, 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 heilen. Verdammt, ich verreck's ja selber. Drück ihn dir rein. Geht's dir wieder besser? Ja. Gott sei Dank. Was humpelt der hier so rum? Puh. Danke, ich suche das Gebiet nochmal ab, aber ich denke, die sind erledigt. Boah, okay. Dem geht's gut. Dem geht's gut. Dem geht's gut. Alles okay. Beide am Leben. Beide am Leben. Ich bin auch am Leben. Hat alles geklappt? Das hat sich gelohnt, dass ich meine Kollegin geholt habe. Hab's doch gewusst und schnell speichern, bevor irgendwas passiert. Yes! Kann ich mal irgendwo einen Sprengstoff herkriegen? In der Richtung. Will mal wieder meinen Granatwerfer ausprobieren. Irgendwo. Verdammt, ist die Stadt klein. Ach, hier hinter mir. Okay, dann halt eben so. Nein! Verdammte Kollegin! Toll, jetzt können wir wieder einen Waffenhändler suchen. Nein! Ach, Mensch. Das war uncool. Was müssen wir jetzt tun? Medikamente bräuchten wir und... Sind wir nicht in der Stadt? Ach nö, wir sind hier... fucking oben. Hm. Tja. 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 Aber wir haben die Stunde so ziemlich voll. Das heißt, ich mache hier einfach mal Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.